Hallo, Manana. Wie wir aus dem Re-EMF noch ein bisschen mehr rausholen können, das erfahrt ihr nach dem Intro. Gespeistige Reiste reisen selten bis Elba. Dann macht es euch halt selber. Unserem guten Re-EMF. Ich habe meinen Re-EMF gebaut, ich wollte was testen. Ihr seht jetzt quasi hier die Ampere. Also Re-EMF ist auf jeden Begriff, Re-EMF bei René. Das sind die Ampere, die in die Batterie gehen. Das ist unsere Eingangsquelle hier, 20 Volt irgendwas und 400 Milliampere. Und das ist das Oszillbild. Ist nicht ganz super getriggert, ne? Scheiß Signal, da wird warm, verstellt sich halt immer. Und, na egal. Auf jeden Fall habe ich mal was getestet und das ist sehr interessant. Da könnt ihr ein bisschen Wirkungsgrad erhöhen. Und zwar die Eingangsdiode. Ding. Zwischen Quelle und Batterie Plus, also zwischen Plus und Plus. Die nehmen wir mal raus. Dann seht ihr auch, wie alles ausgeht. Ne? Und wir nehmen die jetzt einfach mal raus. Das Signal ist nahezu dasselbe. Aber es kommt ein bisschen mehr raus. Und wir verbrauchen, glaube ich, ein klebisschen mehr. Warte mal, ich habe schon geguckt. Also 445. Ja, braucht ein bisschen mehr. Ne, weil halt die, das ist jetzt eine schlechte Diode, 0,7 Volt, der Spannungsabfall ist halt weg, somit haben wir 0,7 Volt mehr im System. Ja, das war's eigentlich schon. Also die Diode beim Re-EMF, also ich konnte jetzt noch nichts finden, was irgendwie dafür spricht, die doch drinnen zu lassen. Im Ende verheizt sie nur sinnlos Energie. Die andere Diode über dem Eingang könnt ihr auch weglassen, das zeige ich euch nochmal im Plan. Ja, jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum war die denn drin? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Was auf jeden Fall wichtig ist, das hatte ich euch auch im Hangout schon angekündigt. Wenn jetzt, also die Diode hat eine Funktion, die konnte ich rausfinden. Wer noch eine Funktion kennt oder findet, haut es bitte mal in einen Kommentar, macht ein Video oder was, macht ein Antwortvideo. Ja, vielleicht liege ich ja doch falsch. Ja, da sind wir wieder. Da war der Akku alle. Irgendwas habe ich rausgekriegt, beziehungsweise ist logisch, wenn ihr, also die Diode hat eine Funktion, wenn ihr mit der Eingangsspannung niedriger seid als die zu ladende Batterie, dann drückt natürlich die Batterie in eure Eingangsquelle. Aber wer macht das? Ich meine, du kannst damit weniger Volt in die Batterie eh nicht laden. Also ist das ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich. Da müsst ihr drauf achten, ne? Also klemmt halt nicht mehr Spannung an, als was ihr am Eingang habt, sonst braucht ihr die Diode. Ja, ich denke, es war's. Ich hole euch jetzt noch einen Schaltplan hinten ran und ja, ich denke, das sollte lange, zeichne ich das nochmal kurz ein. Ja, im Großen und Ganzen ist ein Re-EMF ein Tschuldief. In diesem Sinne, tschüss.